Das ist relativ unspektakulär hinter den Kulissen. Aber ich hoffe es. Oh, wen haben wir denn da? Du, immer zwei. Ich muss rein, ne? Die Laura macht auch bei uns mit 2 Tage. Wunderbar, die mag ich gern. Also, ihr Lieben, ich verabschiede mich und ich hoffe, es hat euch gefallen hier bei den Schneider Öztürks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das ist viel zu süß, Mann. Oh, kann man die Seiten bitte tauschen? Wieso? Weil mir das hier voll in die Seite wegbrennt. Echt, ich kann das nicht. Los, komm. Das ist wieso nicht, wieso wir den Scheiß hier machen. Ich weiß nicht, wie du drin bist. Ich sollte den ganz alleine machen. Gut, wir gehen noch ein bisschen zum Anfang. Scheiße. Zum Drehen, komm zur Tür bitte. Bitte. Komm mal rein. Rolling. Bitte! Halt, wir sind Elias und Barek. Und Josefine Preuß. Die neuen Folgen von Türkisch für Anfänger. Dienstag bis Freitag, 18.40 Uhr im Ersten. 18.15 Uhr. Abgebrochen! So? Wir laufen. 18.15? Ja, wir laufen seit 3 Staffeln 18.50 Uhr. Ist mir egal. Kannst du dir irgendeinen Text merken? Das ist eine scheiß Zeit, Mann. Wieso laufen wir nicht zur Primetime? Weil kein Arsch dich zur Primetime senden würde. Und kann ich es bitte so machen? Ich möchte meinen Namen sagen und ja, das sieht auch behindert, Mann. Ja? Das ist lustig. Sieht aus wie ein blödes Moderatoren-Duo, die sich da gegenseitig abwechseln und ihren Namen gegenseitig sagen. Ja, kein Problem. Ja, gut. Und wir gehen auf Anfang. Zum Drehen. Warte. Okay. Ist gut? So läuft. So läuft. Rolling Anchor. Und bitte. Hi, wir sind Josefine Preuß. Und Elias Mbarek. Abgebrochen, wir machen nochmal drehfertig, bitte. Kann man bitte jemand das Koks wegmachen? Abgebrochen, wir machen nochmal drehfertig, bitte. Ist meine Tasche nicht dran? Ich finde es überhaupt nicht zu machen, echt nicht. Ich finde es echt nicht zu machen, wir sehen uns ja, nicht. Ja, danke, wir gehen nochmal. Ja, du musst gerade reden. Zum Drehen. Spieß dich. Warum bist du fest? Tritt mal nicht so rum. Hey, versteht ihr das? Kapiert ihr die Szene? Nee. Was willst du nur an den beschissenen Büchern verstehen? Ich verstehe eh nicht, warum wir überhaupt einen Preis gewonnen haben. Einen Preis gewonnen? Ich schreibe meine Texte sowieso immer um. Ich meine, hey, Entschuldigung, Bora war vorher bei GZSZ, ja? Was? Wie ist der? Bora. Bora. Ja, aber wie spielt denn ihr das, wenn ihr das nicht versteht? Oh, scheiß drauf, man spielt einfach irgendwas. So, Baby. Oh, Anelf. Probe. Ja, ich bin gerade drehfertig gemacht worden. Ich brauche den Aschenbecher noch. Hallo, hallo. Lass uns das proben. Du bist doch gar nicht drin in der Szene. Annel! Ja. Oh Mann, du bist rausgeschrieben worden in den ganzen Zeit, bist du nicht drin. Ach, bleib mal ganz ruhig, Baby. Geil, komm, darf nicht rauchen, du musst reden. Ja, dann nimm den Aschenbecher mit. Annel! Oh, ihr seid so eklig, ist mehr. Das ist alles Szenenvorbereitung. Oh. Ja, ist schön. Oh Mann, mach einfach mit. Annel, komm zurück. Oh, das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Hört mal auf. Kannst du mal kurz durch meinen Vertrag gucken, ob deiner auch so ist? Das ist keine Agentur, die das für dich macht. Nee. Okay, Elias und Barek, Wohnort, Drehzeitraum, Versicherung, Gage. Du bist ja bescheuert.
Du musst ja doch reinschreiben lassen, wie viel Prozent wir haben. Hä? Na, ich habe mir 20% Zielgruppe garantieren lassen. Und wenn ich die nicht habe, dann kriege ich die doppelte Gage. Aber du kannst doch nicht die Quote garantieren lassen. Ja, na klar, das macht man heute so. Denkst du, ich mache irgendwo mit, was keinen Erfolg hat? Bin ich Alexandra Nädel oder was? Aber wir haben doch gar keine Quote. Ja, hatten wir ja auch nicht die ersten zwei Staffeln, aber in der dritten, das haben die mir garantiert, deswegen habe ich es mir in den Vertrag schreiben lassen. Das mit dem Trailer auch? Ja, sonst hätte ich jetzt keinen Aufenthalt. Sicher. Und wenn die vierte Staffel dann kommt, lass ich dich rausschreiben. Wie Susi. Nee, ist so. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, du verdienst hier nichts. 40% Steuern weg, 20% kriegt die Agentur, da hast du nichts übrig mehr. Sich voll verarschen lassen. Verdienst dir nichts. Nee, ist ja, ich verarsche dich nicht, ist so. Klär das mal lieber ab. Wir haben ja oft Szenen mit Polizeigeschichten und so weiter. Heute drehen wir gleich eine Szene, in der Metin von einer Razzia nach Hause kommt und ganz viel Drogen konfisziert hat. Die haben wir alle hier. Also das sind natürlich keine echten Drogen, weil sonst würde es ja so aussehen, als wenn wir hier bei TF auch echte Drogen nehmen würden, was natürlich totaler Quatsch ist. Und der Elias zeigt euch jetzt, wie man denn richtig mit solchen Fake-Drogen umgeht. Genau. Also, und vor allem zeigen wir euch, dass es nichts Echtes ist. Zum Beispiel haben wir hier Koks. Angeblich, meistens nimmt man dafür Mehl oder Milchpulver oder Traubenzucker. Und, ja. Also, man nimmt dann irgendwie Rasierklinge, macht dann so eine kleine Line, Strohhalm. Und dann zieht man sich so. Ja, eigentlich an. Normalerweise kürzer ist. Oh, boah. Immer schön in die Nase. Ah, es brennt. Alles gut? Ah. Ah. Die Nase wird echt ein bisschen frei. Von Mehl? Ah. Okay. Okay. Ah. Was ist das? Das ist angeblich Ketamin. Ketamin benutzt man zur Betäubung von Pferden. Was ist ein Wasser oder wie? Mhm. Wow. Oh Gott. Ja, du machst ja hier nichts. Na toll. Räumst du mal? Das musst du da vorne sein. Die Brust ist voll komisch. Total bescheuert aus. Guck mal dich an. Schau mal dein Kleid an. Schau mal deine Frisur an. Mann. Immer siehst du voll gut aus. Mann. Ich sehe immer wie letzte, mit der letzten Morgen aus. So, wir kommen dann bitte zusammen. Wir machen das beim Kaiser. Das kann man ja nicht. Ja, ich mach den schon alleine. Ich schaff das schon. Ey, ich spiele das jetzt nicht. Nein, das ist nicht so schlimm. Ich will, dass die das richtig hier. Guck mal, die Muskeln sehen behindert aus, das kannst du auch Olli sagen, Mann. Ich sehe immer aus wie der Mongo, Mann. Nein, Mann, das sieht gut aus. Nein, ich spiele das. Nein, ich spiele da. Komm mal jetzt her. Ey! Du gehst mich hier ins Auto, sag ich. Alter! Ey, bist du blöd? Ich verstand nicht. Du spielst das, was wir wollen. Wir sagen, was ist das? Lass mich los, Mann! Komm, komm, bisschen los jetzt. Komm, ist gut jetzt, Jungs. Hey. Mach mal ruhig hier. Ey, das Making-of darf aber hier nicht immer mitgefilmt werden, wenn so ein Scheiß hier passiert. Echt mal. Wo ist denn der Elias jetzt? Ja, hallo, ich spreche Elias im Wein. Ich hol dir mal ein Telefongespräch mit ihm. Glück ist Schwanfänger. Ich spiele den Jam in eurer Scheißproduktion. Ey, es ist mir scheißegal, was ist das hier mein Set, okay? Wenn ein scheiß Text zu Hause wie jeder richtige Schauspieler. Ach, richtig, du bist ja gar keiner. Du bist ja nur unser Quotenkanacke. Oh, ey, hör mal auf, pass mal auf, was du sagst, sonst lass ich dich rausschreiben, ja? Ich kann dich genauso rausschreiben lassen. Es funktioniert viel besser bei der weiblichen Zielgruppe. Elias, du bist nur ein Nebendarsteller, okay? Das merkt man daran, dass dein Rollenname nur eine Silbe hat. Bist du bescheuert?
du selber keine Jobs? Ich habe genug Jobs. Ich kann nämlich alles spielen, weil ich deutsch aussehe. Was denn? Leiche im Tatort, ne? Oder ein Teenie-Movie auf ProSieben? Meine ProSieben-Movies hatten jedenfalls mehr Einschaltquoten als die Welle. Die Welle war Kino. Du redest von Fernsehen, du Opfer. Ach, halt die Klappe, Mann. Ey! So hässlich, so ein Kreuz. Du auch, ich hier im Bade. Siehst du, kriegst du nur hier. Hier, nicht privat. Du vermisst. Ich dich doch auch. Boah, stinkt schon nach Knoblauch. Boah. Du stinkst nach Kippen. Ja, komm, was ist schlimmer, Knoblauch oder Kippen? Wir machen das ohne Zunge, okay? Ohne Zunge? Ja. Du musst doch nicht. Ja, komm. Du brauchst jedes Mal vor einer Kustin raus zwei Kippen. Das ist voll ekelhaft. Das ist genau das Gleiche. Du brauchst gar nichts mit. Was ist schlimmer, Knoblauch oder Kippen? Wer es gar nicht isst, versuche dich noch ein bisschen schmaler zu machen. Wer ich? Nein. Mann, steckst du mir jedes Mal eine Zunge in den Hals, ey? Bist du blöd, Mann? Ja. Unser Team bereitet da gerade hinten eine Szene mit Elias vor. Wieso muss ich immer diesen Akzent sprechen, Mann? Nein! Ich will auch mal normal sprechen! Was? Wieso? Natürlich kann ich das! Okay, gut, jedem läuft mal eine Lausung. Ich bock auf diese Scheißproduktion! Filmt euch alle! Die Online-Promo sehen, die wir für die dritte Staffel Türkschweinfänger gedreht haben und die ihr vielleicht schon mal irgendwo im Internet gesehen habt. Die Idee dahinter war, dass man zum Start der dritten Staffel gefälschte Szenen hinter den Kulissen dreht, in denen wir selbst ironisch mit den Klischees über Schauspieler und Drehs in Deutschland spielen. Wir spielen zwar uns selbst in den Szenen, aber nicht so, wie wir wirklich sind, sondern so, wie sich viele Leute Schauspieler vorstellen. Du bist doch gar kein richtiger Schauspieler. In Wirklichkeit mögen wir uns und schlagen uns auch nicht. Naja, nur manchmal. Wir hatten wirklich eine wunderschöne Zeit mit dem Team und würden natürlich niemals Drogen nehmen. Also, viel Spaß mit den Spots. Spots. Promo, Online-Promo. Voll verkackt, Mann.